Hallo. Hallo Savak und Mary, danke für den Host. So, aus mit der Mucke. Dann geht Mucke an. Und dann geht rein. Szene wechseln. Und hallo. Okay, vielleicht soll ich das Spiel bei mir auch sehen. Das wäre vom Vorteil. Ja, guten Tag. Wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei euch? Lassen wir uns erstmal beschenken. Ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht. Ich habe ja noch einen privaten Spielstand. Aber schlecht bin ich immer noch. Das hat sich noch nicht geändert. Hallo Tuxi. Na? Auf, wir machen mal so. So und so. Glaube ich. Machen wir mal. Zirwag und, ne? Tuxi! Wie geht's? Wie steht's? Was macht das Leben? Ich weiß gar nicht, soll ich Mary auch ansprechen? Ich weiß ja nicht, ob sie hier ist. Ah ne, Mary ist Auto-Hosting. Gut, dann ist sie wohl eher nicht da. Wenn das Spiel zu leise ist, sagt Bescheid, ne? Ich glaube, es ist sogar ein bisschen zu leise, oder? So, da kann man ja gar nicht durchdashen. Vergessen. Dein Leben kommt mit dir nicht mehr klar, aber sonst geht's. Ah, Tuxi. Drückt dir nach wie vor die Daumen. Ich hoffe, irgendwie, das wird alles wieder. Und wenn nicht, machst du es wie ich, hältst dich aus dem echten Leben raus und wir erobern das Internet. Oder so. Und Savak lebt. Das ist doch schön. Bei mir eigentlich alles okay. Denke ich. Eigentlich müsste ich hier mal ein bisschen was an der Steuerung ändern. Zum Beispiel hätte ich das Inventory gerne auf E. Charakterstatus kann meinetwegen C bleiben. Map kann auch Tab bleiben. Oh, der Rest kann so bleiben. Ich treffe immer das V nicht fürs Inventar. Das machen wir aber schon so. Ja, stimmt natürlich. Zu Internet gehört und... Wisst ihr, ich denke mir immer mal, ich hätte Bock auf Evasion zu gehen. Aber wenn ich das hier schon sehe, ja? 3,7. Was will ich denn damit? Wenn ich Evasion auslasse, ist halt auch... Ist auch duff. Duff. Critical... Egal, wir holen trotzdem Evasion. Critical holen wir mal nicht, wir gehen mal auf Damage. Denke ich, keine Ahnung. Nee, ich bin nicht erst aufgestanden. Vielleicht klinge ich anders, weil ich an der Luft war. Sehr gut ausgewichen, Sauli. Nicht mal reagiert. Nicht mal wahrgenommen, dass der schießen könnte. Ja, genau. Danke, Spiel. Hallo Malo, Wicked. Wie geht's? Wie steht's? Kann es sein, dass das Spiel für euch ein bisschen leise ist? Eigentlich wäre das auch ein Spiel, wo man ein bisschen Song requesten könnte. Müsste ich nur bei dem Bot für alle aktivieren. Warte mal, wollen wir es mal machen? Song Requests an.
Wo sind die Song Request Settings, bitte? Luft? Was denn das? Man weiß es nicht. Hast du was in diesem draußen, Silly? Psst, nicht weiter sagen. Kann mal einer von euch Song Request probieren? Ich sehe im Bot nicht mal. Wie? Ich versuch's mal selber. Jetzt sehen wir mal auf YouTube und wähle da irgendwas aus. Nehmen wir mal was aus den Trends hier, weißt du? So. Was ist das hier? Mir egal, was das ist. Ich möchte einfach nur testen, ob es geht. Machen wir mal so. Hat es das Programm interessiert? Lass mal sehen. Nein. Kein bisschen. Okay, gut. Kein Song Request. Lassen wir es doch. Irgendwie, seit der Bot mit Streamlabs zusammen ist. Auf den Link braucht ihr übrigens nicht gehen. Ich weiß nicht mal, was das für ein Lied ist. Nicht, dass ihr euch jetzt denkt, mal hören, was Soli so hört. Das ist kein Lied, was ich höre. Ba, 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 ba. Ich bin auf den Link gegangen. Warum tust du sowas, Wicked? Oh, Greatsword. 10 bis 20 Schaden. Schon besser. Zwar nicht so große Range, aber macht mehr Schaden. Sehr chillig. Okay. Mhm. Ja, dann muss ich jetzt mal beim Bot dann gucken. Oh, das mache ich aber nicht jetzt. Ja. Wie das geht, ja. Aber was ich so höre, eigentlich, ohne zu lügen, höre ich momentan. Oh, gar nichts. Ich höre momentan keine Musik. Sonst habe ich. Ja, jetzt werden sich natürlich alle drehen und wenden. Ein Deutschrap gehört. Höre ich halt momentan, wie gesagt, nicht so. Eigentlich habe ich alles gehört. Metal, Rock, eine chillige Musik, Chill-Out-Musik, so. Eigentlich höre ich nichts. Ich habe keine Musikrichtung. Nicht mehr. Warte mal hier. So, jetzt ist auf dem rechten Bildschirm wieder alles so, wie es sein soll. Was hört ihr denn so, Jungs und Mädels, für Musik? Ja, Wicked hört hier gern Atemlos, ne, das wissen wir ja. Bogenschütze, ausweichen. Und außerdem würde ich euch gar nicht quälen wollen mit meiner Musik. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen heute in Dungreed. Atemlos durch die Nacht. Steel Boots, jetzt können wir durch die Stacheln laufen, ne? Ja. Kann uns keiner mehr was. So, erinnert mich mal dann an die Hausaufgaben, die ich habe, ja? Song Request einzurichten. Und Dungreed ist so ein Spiel, da kann man das auf jeden Fall mal machen.
Eigentlich, wenn man ganz, 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 ganz ehrlich ist, könnte man das in Zelda auch machen. Also die Musik in Zelda ist jetzt nicht so, dass man sich denken könnte, hoho, du verpasst was. Gut, in der letzten Folge hatten wir ein bisschen Sprachausgabe, da hätte man dann was verpasst. Aber dann wird es auch schwierig mit auf YouTube hochladen, ne? Wegen den ganzen Copyrights. Dann kommt wieder, ihr Video ist in diesem Land nicht verfügbar und dann kann sich keiner das Video angucken, was wir in Deutschland aufgenommen haben. In Deutschland. Für Deutschland. Naja. Das haben Chuppi und ich gestern wieder gemerkt, beziehungsweise letztens. Wir spielen momentan privat ein Spiel durch, was ich glaube ich nicht mal streamen oder aufnehmen dürfte in Deutschland. Kein Problem, was Tuxi hat. Denn Dying Light ist glaube ich nicht erlaubt in Deutschland. Man kann es auf jeden Fall nicht kaufen auf Steam. Ja, und Schuppi und ich zocken das momentan halt so privat mal ein bisschen durch. Weil wir irgendwie nichts mehr hatten, was wir so zocken können, haben wir uns mal dran gemacht, etwas durchzuspielen. Ja, und wie gesagt, halt verboten in Deutschland, ne? Also, wie halt auch viele Filme und Co. Diese ganzen Copyrights und GEMA und ach, GEMA weg und. Ach, Deutschland. So anstrengend. Mach das mal nicht. Ich hätte eigentlich erstmal unten rumgehen müssen. Auch wie professionell ich hier in den Schaden immer reinspringe. Ich merke schon, das wären heute gute Runs. Und Tuxi hört auch querbeet, worauf du gerade Lust hast. Ja, ist bei mir auch so. So, Wickeds Musik mag ich auch. Wicked hat halt immer so eine Chill-Out-Musik. Upsala. Das Husten kam so spontan, dass ich keine Zeit hatte, mich zu muten. Es tut mir leid. Also Chill-Out-Musik ist eigentlich auch immer gut. Dann hat man immer Good Vibes, ne, Wicked? Die Good Vibes, Wicked. Na gut, dann gehen wir schon mal zum ersten Boss, wa? Achso, und wegen Sonntag, ne? Ich hatte ja eigentlich vor, mit Sydney Sonntag A Way Out zu streamen. Hab aber vergessen, dass Paul Sonntag vorbeikommt. Aus Bremen. Ja. Und deswegen wird das Samstag. Upsala. Deswegen wird das Samstag nichts. Sonntag. Samstag ist heute. Deswegen streame ich gerade mal. Da muss das irgendwie in der Woche sein, dann mit Sydney. Keine Ahnung. Oder halt nächsten Sonntag, aber das wäre irgendwie ein bisschen weit hin. Glaube ich nicht. Dann vielleicht Montag oder so. Aldrin Seconds Guide. Nehmen wir auf jeden. Auf jeden, Alter. Auf jeden nehmen wir die. Aber treffen soll damit ein bisschen schwierig sein. Naja, werden wir ja sehen. So, und da möchte ich auch bald. Ich hab's ja eigentlich schon mal auf Twitter geschrieben. Ist aber, glaube ich, auch schon wieder ein, zwei Wochen her. Möchte ich ganz gerne. Also, siehst du, jetzt beim Hund hier merkt man's. Life is Strange durchspielen, ja. Schön wegschießen. Und bei Life is Strange bin ich halt auch am Überlegen, ob ich da. Das Problem ist, ich habe halt das Kapitel 1 bei Life is Strange, glaube ich, viermal durchgespielt oder so. Ich würde auf einer Seite gerne von vorne anfangen, ja. Weil manche es vielleicht nicht gesehen haben. Kenne Kapitel 1 mittlerweile aber echt so gut, dass ich gar keine Lust darauf habe. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ansonsten hätte ich gern so einen Marathon durchgezogen, aber ich glaube, alle Kapitel am Stück schaffen wir eh nicht.
Könnte ich mir dann auch noch einen schönen Tag raussuchen. Guck mal, holen wir uns hier mal Evasion, oder? So, Bomben können weg. Steel Boots behalte ich mal hier in dieser Ebene. Gibt es so eine Ebene mit vielen Stacheln? Und ich peile diese Ebene immer erst, wenn ich in den Stacheln stehe. Von daher ist schon hilfreich für mich auf jeden Fall. So, ein bisschen Evasion. Was macht ihr heute noch Schönes? Bei mir fährt Katta um 17.30 Uhr los. Dann essen wir schön griechisch. Und dann gucken wir Penny Dreadful auf Netflix weiter. Ich kenne die Serie zwar schon, aber Katta noch nicht. Ist da jetzt bald wieder beim Finale. Kann ich hier... Sowas mag ich immer ganz gern hier, ne? So cheesy Tactics. Auf jeden Fall, Wicked, auf jeden Fall. Mal wach werden, ein bisschen aufgestanden. Ein bisschen aufgestanden, Wiggle. So, woran ich nicht gedacht habe, beim anderen Spielstand habe ich die Boutique freigeschaltet und kann jetzt Fetzo spielen. Das ist quasi der Hauptcharakter in einer dickeren Version, aber dadurch hat er wesentlich mehr Nahkampfangriff. Und den wir jetzt gerade nicht haben. Es könnte also durchaus sein, dass der Bild, so wie ich ihn gerade plane, nicht besonders gut aufgehen wird. Dann müssen wir wohl doch ein bisschen auf Crit gehen. Sonst wird uns der Damage fehlen. Weil so viel Power kann ich gar nicht kaufen, dass der auf den Damage wie von Fetzo kommt. Hey Lucy, machst du wieder Krach, weil ich streame? Ja? Ja, darf ich nicht. Nein? Ja, ich muss leider aufhören, die Katze sagt, ich darf nicht. Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Hi. Die immer professionell ausgewichen. Das ist auch Evasion, ne? Alles doch gut. Die Spikes möchte ich, wie gesagt, erstmal anlassen. Hm. Lege ich das erstmal kurz ab. Hier gibt es auf jeden Fall eine Ebene mit vielen Stacheln. Bei einer guten halben Stunde bist du aufgestanden. Ja, Wicked, dann guten Morgen, ne? Werden Sie erstmal munter, Herr Wicked. Ach, Mann. Ach, Mann. Hallo, Stacheln, ne? Können uns nichts. Irgendwie wollen wir weiter, wa? Hier war ja oft Schluss, ne, bei der Eiskönigin. Mit der hatte ich in letzter Zeit eigentlich weniger Probleme. Aber wie gesagt, ich habe mit Fetzo gespielt und der hat mehr Power. Oh, 3,4 Spiel, Mann. Komm mir doch nicht mit sowas. Wie sieht's denn mit Crit aus? 5,7 kaufen wir einfach mal. Aber eine unglaubliche Crit-Chance von 12%. Ist das nicht der Wahnsinn? Waren es 2 Crits? Ja. Krass. In den Schaden reinspringe, ne? So ein Idiot manchmal. Mhm.
Was hast du noch gemacht, Wicked? Oder bist du gestern dann ins Bett, als du aus dem TS bist? Dass du so lange pennst, wobei du bist so ein Langschläfer, ne? Du bist einer von diesen Leuten, die lange schlafen. Critical, ja, an sich. Boah, ich glaube echt, Evasion wird nicht aufgehen, ne? Ich meine, wir sind gerade mal bei 28,7% Evasion. Ich will hier ein bisschen ausweichen. Sehr gut. Ich sage, wir müssen ein bisschen ausweichen. Das erste, was ich mache, ist in Schaden reinzulaufen. Läuft bei mir. Ba 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 ba. Oh, ich bin auch so ein Schmuck, bin ich. Ich lass mich schon wieder treffen. Ah, das ist ja... Zum Glück werden wir gerade mit so viel Health hier versorgt. Vom Spiel. Das Spiel entdeckt schon wieder den Noob-Bonus. Ich merk das schon. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe mir ins Bett gelegt, noch Stream oder so geguckt, bis 3 ungefähr. Aber ich habe irgendwie mit Schuppi bis um 3, glaube ich, gezockt. Dann haben wir noch gequatscht bis um... bis um 4. Da habe ich zu ihm gesagt, ich gehe jetzt mal ins Bett. Hab dann aber auch noch... auf YouTube mir was angeguckt. Bin dann wohl so um 5 eingepennt. Weg. Ja, 10% Max Health wäre in unserem Fall jetzt nicht mal besonders viel. Ja. Die Boots können wir nach dem Eislevel ablegen. Bedeutet natürlich, dass wir das Eislevel schaffen müssen. Beim Boss können wir es natürlich auch... Jetzt kommt der Raum, ich fühle es. Okay, nein, noch nicht. Ich bin gerade wieder in den Eis, ins Eis gesprungen. Was soll man dazu sagen, ne? Was soll man dazu sagen? Elf hatten wir hier nirgendwo mehr rumliegen. Vielleicht hört das Spiel jetzt auch auf, uns zu verwöhnen und wir müssen mal ein bisschen Skill zeigen hier. Siehst du, das... Du kannst... Okay, das hier ist auch eine lustige Sache. Entweder es spawnen Gegner oder unser Max Health wird halbiert. Angie, scheiße. Okay, es wurde gar nicht halbiert. Aber... Ah, das ist wieder so eine Sache hier. Das ist so ein Item. Ist eigentlich ganz cool. So, wir sind schnell. Wir haben ein bisschen Dash-Damage, das ist egal. Plus 10 Evasion ist halt für ein Evasion-Bild, den wir gerade machen wollen, ganz gut. Aber das minus 15 Defense... ja, das macht vielleicht ein paar Probleme. Wenn man dann einfach enormen Schaden fängt. Und wir haben jetzt nur noch 84 Max Health. So, ich sag's mal so, der Loot war nicht scheiße, aber... Was wir tun könnten, versuchen könnten, zumindest, wäre Defense zu kaufen. Allerdings ist es immer nur 5 Defense. Und wenn wir das schaffen, kommt das Sumpf-Level, wo das Food enorm gut ist. Oh, das, wenn wir es nicht schaffen, ich meine 84 Leben... Ja, ich weiß nicht. Ich kann das ja mal anlegen, damit ihr das seht. Nee. Rat man noch nicht. Also wenn ich jetzt wirklich noch Defense ablege, um das Zeug anzulegen, dann sind wir
Richtig schön im Minusbereich, was Defense angeht. Hi. Nichts Überzeugendes, gut. Da kommt schon der Eisboss. Also kam der Level gar nicht. So, gucke, wir sind jetzt schneller. Wir haben jetzt mehr Evasion, zwar von 38,7. Aber ich werde einen Scheiß tun, ja. Ich werde einen Scheiß tun, das beim Boss anzulegen. Das wäre, glaube ich, ziemlich sicher. Dam, dam, da, dam, 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 dam. Ach, wir versuchen es einfach. Mehr als sterben können wir nicht. Wie viel Defense haben wir eigentlich? 18. Ist doch nicht schlecht. Oh, Kacke. Ja, gut. Was ich erst später herausgefunden habe, jetzt ist natürlich unsere Waffe nicht besonders schnell. Aber diese Schüsse von diesen Dingern kann man halt weghauen. Was sehr hilfreich ist für den Boss. Aufpassen hier, wenn es blinkt wegen diesen Eiszapfen. Was sieht doch bisher gar nicht so bad aus. Da haben wir Glück gehabt. Gab es ein bisschen Evasion. Da gab es wieder Evasion. Sauli, treffen! Okay, das soll es gewesen sein. Mega viel Leben auf jeden Fall verloren. Aber immerhin geschafft. Magnet, ich bitte dich. Please. Immerhin bin ich bei dem Boss ein bisschen besser geworden. Die Speerwerfer müssen eigentlich immer zuerst weg. Aber eigentlich muss der zuerst weg, weil der die unverwundbar machen kann. Sagt denn die Uhrzeit? Oh, wir sagen, ausgelassene Frames waren da gerade. Ich hab's genau gesehen. Liebe Leitung, was soll das? Ja, unser Damage ist nicht geil. Unser Damage ist nicht geil. Überhaupt nicht. Ich glaube, unser Damage wird uns umbringen noch. Dass wir die Gegner nicht schnell genug down machen. Das wird noch unser Untergang. Aber eigentlich habe ich da nur noch Plus Defense, oder? Guck, ich habe noch Plus Defense von 1. Let's go. So, jetzt hoffe ich, ist hier viel. 7,1 nehmbar. Aber jetzt müssen wir auch noch ein bisschen Crit mitnehmen. Wie gesagt, unser Damage ist nicht der Knaller. Wir müssen ein bisschen auf Crits hoffen. Das waren 2 Crits. Siehst du, sah schon besser aus. Wow. Unser AP sehen auch nicht so gut aus. Ah. Ich muss schon sagen, die Aragami-Folgen von Chupi sind klasse. Ja, der Chupi-Running-Gag. Ja, ne? Also, ich kann gerne mal Chupi zitieren. Das war, glaube ich, vor 3 Tagen oder so, sagte er. Ja, Aragami-Schneiden geht sich noch aus im Urlaub. Tja. Mehr ist bisher auch nicht passiert. 100% Critical Damage Rate.
Throwing Knife. Okay. Das ist zu groß, da kann ich nicht durchhauen. So, Helf sammeln wir auf jeden Fall ein. Gladius brauchen wir nicht. Achupi ist auch ein sehr zuverlässiger YouTuberianer. Mach's mal so. Und wenn ich so weitermache, ist der Run gleich vorbei. Oben sind fiese Gegner gespawnt. Lass mich in Ruhe. Scheiß Succubus. 20 HP, hey, geil. Seht ihr jetzt, was ich meine mit diesem Eye Candy? Wir sind zwar schneller, wir haben auch ein bisschen mehr Evade, aber der Schaden, den wir fangen, der ist auch höher. Bis gleich, Tuxi. Starker Move, Sol. Stark. Ich glaube, wie man nur Good Vibes ist auch immer zuverlässig am Start. Ja, auf jeden Fall. Auch vor allem in CS mit Cutter. Aber sie hat dir verziehen, Wicked. Hat sie zwar immer noch ein bisschen traumatisiert, aber sie hat dir verziehen. Ich habe einen Crossbow, wollte ich nur mal sagen, ne? Kann ich auch einfach wegschießen, Kollege. Oh, fuck. Da hatte ich mir einen Stun abgeholt. Aber ist ja alles gut gegangen. Das Ding mit dem Evasion verkaufe ich mal nicht. Die Ebene ist fertig. Was mir aber echt Sorgen macht, ist unser Life. Life is life. Will eigentlich nicht healen, aber... Ich sehe mich dazu gezwungen, wenn wir diesen Run noch ein bisschen weitermachen wollen. Ah ja, wie er predicted, weißt du? Ja. Den erzähl's Go Mate, ne? Das wär's. Bin mir einfach sicher, dass wir mit diesem Damage, beziehungsweise mit der Idee eines Evasion Builds, das war eine dumme Idee. Ja, die Musik von dem Spiel ist echt gut, ja. Ich meine, dafür, dass es ein 10-Euro-Spiel ist, kann man echt nicht meckern. Und auch wenn Chuppi das schon wieder so sieht, dass dieses Spiel keine 10 Euro wert ist. Er war ein bisschen schockiert, als er erfahren hat, dass das Spiel 10 Euro kostet. Aber es ist ein Spiel mit ausreichend Content eigentlich. Genau, schmerzloser Zehner, du sagst, Wicked. Gutes Movement. Von der Schlange nicht treffen lassen, die vergiftet. Das ist nicht gut, das tut weh. Gift ist sehr ätzend in diesem Spiel. Silvering, was warst du nochmal? Mal weg damit.
Oh, wo ist der Foodladen? Ah, hier ist er. So, wie sieht's aus, Evasion? 7,1. Können wir nicht. Müssen wir noch 3 Hunger verlieren. Oh, vergiftet, GG. Das ist over jetzt. Ich werde in diesem Raum mein Leben lassen. Ich weiß es. Sieh dir das Gift an. AP! Yippie! Wäre jetzt für eine Fee. War so ein legendärer Drop hier. Torch und nächste. Was ist das? Rare. Rare Drop. Das ist Legendary, okay. Kann ich hier so in die Nebenhand nehmen? Ja, 25 HP, ne? Was soll schief gehen? Oh Gott, Succubus! Okay. 20 HP. Was soll passieren? Ich kann noch eine Fee droppen, das wäre richtig nice. Der Raum ist ein Arsch. Und wie fies das ist, wenn er genau unter einem ist. Da kann man nicht hinschießen. Gut, etwas, was ich echt in dem Spiel bemängeln kann, ist der Waffenswitch. Der ist manchmal ein bisschen... unflüssig. Oh, come on. Ah. Rebetuxi. Tja, keine Fee. Das ist nicht schee. So, die Sache ist die, wenn wir uns jetzt Food holen, was wir tun werden, ändert das rein gar nichts. Wir haben zwar volle HP, aber wir werden diesen Boss nicht schaffen. Wir machen keinen Schaden. Wichtigste bei dem Boss, aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Erfahrung, ich gebe den jetzt auch weg, weil ich glaube, dass wir hier sterben werden. Ebenso gebe ich das auch weg. Müssen den Altar ein bisschen auffüllen. Dann rippen wir mal, wa? Tunak! Tunak. So, das spawnt die ganze Zeit Gegner, ja? Aua. Das wirklich Wichtigste, ja, allerwichtigste. Ist ihn schnell wegzubursten, wir haben noch 20 HP. 8 HP. Gerade evaden wir, lacken noch ein bisschen. Aber es wird nichts ändern. Jetzt sind wir tot. Ah.
war close, aber es war zu wenig Damage. Zu wenig Damage. Schade. Schade. Hi Andrew. Grüß dich. Geht's, wie steht's? Alles cool in Kabul? Ja, war knapp, aber dann müssen wir ein bisschen anders spielen. Planänderung, erstmal ums Game gehen. Oh, wir machen es jetzt mal so. Wir holen uns den Invincible Dash. Freundin hat gerade Schluss gemacht. Ich weiß nicht mal, dass du eine Freundin hast. Aber ist ja auch egal, dass ich das nicht mal wusste. Es tut mir sehr, sehr leid, Andrew. Das ist wahrscheinlich nicht so, wie du dir deinen Tag geplant hattest. Tut mir sehr leid für dich. Jetzt müsste ich ja ohne Probleme, wenn sie jetzt angreift, ne? Wenn sie jetzt angreift. Ohne Probleme durchdashen können. Musste irgendwann passieren. Naja, muss nicht sein, ne? Mann, es gibt ja noch die Liebe fürs Leben. Das war es wohl scheinbar nicht. Hatte sie denn einen triftigen Grund? Hast du Mist gebaut oder hat sich das Ganze auseinandergelebt? Oder hat sie Mist gebaut und konnte damit nicht mehr leben, dass sie Mist gebaut hat? Beziehungsweise konnte nicht mehr mit dir leben, weil sie Mist gebaut hat? Ja. Liebe fürs Leben, Lügenstream. Ihr müsst belieben. Belieben an die Liebe. Ich habe ihr einen Freund vorgestellt, was ich nicht hätte machen sollen, und dadurch hat sie dann Streit entwickelt, aber nicht wegen Eifersucht, sondern wegen meiner Vergangenheit. Okay. Das ist dann aber auch nicht richtig von ihr, ne? Ich meine, jeder hat eine Vergangenheit, wenn man eine Beziehung eingeht. Dagegen kann man einfach mal gar nichts machen. Aber dann sollte es vielleicht so sein, Andrew, ne? Ich weiß, es hilft dir kein bisschen, dass ich das sage, aber Kopf hoch. Kopf hoch, Buddy. Kopf hoch. Die Buza. Okay. Ich glaube, Invincible Dash war jetzt auch eine dumme Idee. Eigentlich. Wir können zwar nicht mehr getroffen werden, wenn wir dashen, aber das ändert nichts an unserem Schaden. Einzige Problem, was wir gerade haben, ist der Damage. Okay, was wir gerade enorm haben, weil wir haben noch keine Waffe. Seht ihr das? Wir haben noch 49 HP, aber no way sterben wir in der nächsten Ebene. Das kann einfach nicht passieren. Dann gehen wir doch mal volle Kanne auf, Limonade. 3,1, ne? Das ist doch. Also eben hatten wir das mit Evasion. Jetzt haben wir hier statt 3,6 Evasion 5,9, ja? Das war super gewesen für den letzten Run. Hier hatten wir 5, irgendwas im letzten Run, was wir nicht gebrauchen konnten, haben jetzt hier 3,1. Das ist so ein bisschen Spiel, ne? Und hier 4%, jawohl. Spiel, ich bitte dich. Obvious, ja? Mobbing.
Genau. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Außerdem, Andrew, glaube ich, bist du ja noch jung, ne? Warst du nicht irgendwie noch so 22, 23 oder liege ich da falsch? Schön, wie nappig ich gerade ausspiele, ne? Das ist. Ja, bist ja noch jung. Fee. Na, das hätten wir gebrauchen können im letzten Run. Vielleicht hätte die zusätzliche Evasion noch das Ausweichen gebracht, dass wir den Boss dann doch noch geschafft hätten. So, ich glaube, gerade ist alles besser als diese Waffe hier. Tschüss. Spielen wir jetzt halt vor allem mit dem Speer. Andere bleiben einfach aus Gewohnheit oder Faulheit etc. zusammen. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Genau so sieht's aus, Tuxi. Alles, was bisher genannt wurde, kenne ich. Aus Gewohnheit zusammenbleiben kenne ich. Oder aus Angst, alleine zu sein. Doch egal, wie man es benennen will. Gut. Was ich nicht kenne, ne, muss ich jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz brav sagen. Ich kenne es nicht, dass ich Schluss gemacht habe, weil ich Mist gebaut habe. Nein. Was wurde schon mal mit mir Schluss gemacht, weil eine andere Mist gebaut hat? Und warum habe ich Evasion gekauft? Dieser Run ist jinxed. Assassin, Digga. Irgendwie überlege ich gerade, den zu kaufen. Aber der hat keine Crit-Stats, ne? Was? Weißt du was? Komm, ich hole mir jetzt einfach einen Dagger. Ich mache jetzt einfach einen Dagger-Run. Der Run ist eh jinxed. Haben wir ein bisschen Attack-Speed. Papa. Okay. Muss gerade ein bisschen über den Run lachen. Ich weiß halt überhaupt nicht, was in ihrem Kopf vor sich geht. Die letzten 2 Tage hatten wir wegen dem Thema so viel Streit, weil ich viele Fehler gemacht habe. Aber ich habe immer wieder um sie gekämpft, ihr gezeigt, dass es nicht so ist oder falsch verstanden hat. Pollen versucht ihr die Sache zu erklären, aber sie tut keinerlei Anstalt, um mich zu kämpfen. Drückt lieber tiefer in die Wunde rein. Ja, das kenne ich, Andrew. Das kenne ich. Das kenne ich. Dann tu nicht den Fehler, ja. Wenn ihr eine Weile getrennt seid. Dass du nochmal mit ihr redest. Ich hatte auch mal eine Ex, der habe ich verdammt viel verziehen, ja. Und als ich mir dann weniger Mühe gegeben habe und so eine Down-Phase hatte, wo ich einfach mich um nichts gekümmert habe, war das für sie der Grund, halt enorm, enorm kalt zu werden und enorm, enorm scheiße. Wenn ich mich an sie gekuschelt habe, hat sie halt weggeguckt und solche Sachen. Das ging über Wochen hinweg. Bis ich dann halt zu ihr sagte, was das soll, so. Ich bin so ein Idiot gerade in dem Run. Ja, und keine Ahnung, sie hat immer gesagt, sie hat sich mit dem und dem getroffen und wenn ich ein Problem damit habe, ist es mein Problem.
was weiß ich, was war jetzt so richtig, richtig scheiße durch und durch. Ich habe dann zwar auch noch versucht, es zu retten, indem ich, keine Ahnung, ich habe sie schick ausgeführt, habe dies und das gemacht. Und dann war sie nur für einen Moment wieder ein bisschen fröhlicher. Hat aber nicht wirklich irgendwas gebracht. Quasi wieder zu Hause war es dann wieder so wie vorher. Und dann habe ich die Sache halt beendet. Weil es keinen Sinn gemacht hat. Nachhinein, wo ich dann nochmal von ihr gehört habe, meinte sie noch so, wenn ich mich mehr bemüht hätte. Und da dachte ich mir dann so, weißt du was? Fick dich. Ich hab ihr so viel Mist verziehen, ja. Sie hatte 1000 Chancen bei mir und ich bei ihr nicht eine. Ah, da kann man den Kopf schütteln. Ich meine, es wäre natürlich lustig, wenn wir jetzt beim Boss sterben. Also ich sag's mal so, ich habe jetzt nicht vor, mir Health zu kaufen. Wenn wir jetzt beim ersten Boss sterben, dann ist das halt so. Ich habe alle ihre verletzenden Worte runtergeschluckt und ihr immer wieder verletzt die Schuld gegeben und gekämpft. Diese Fragen brauchst du dir nicht stellen, Andrew. Da tickt nun mal jeder Mensch anders. Da tickt nun mal jeder Mensch anders, oh mein Gott. Eigentlich kann ich doch durchdashen, warte. Warte, ich treffe den so nicht. Oh. Wir sterben, komm, töte mich einfach. Ein HP, was soll passieren? Nein! Ein Hit hat gefehlt. Gott, was war das für ein Kackrun, Mann. Planänderung. Hardcore-Planänderung. Tja, Tuxi hätte mal so einen typischen Ex. Nachdem es vorbei war, dann nochmal knicknacken wollen. Oh, ich möchte den Altar voll machen, bevor ich mir irgendwas von dem hole. Damit wir auch wirklich legendär bekommen. Vielleicht, dass wir da jetzt nur ein Rare bekommen, weißt du? Nee, das will ich nicht. Und hier machen wir jetzt wirklich einen auf Stärke. Ordentlich Power rausholen. Ja, plus 60 Power. Und nochmal plus 4 Defense. Wir machen so ein Ritterbild. Aber ist doch NP, Denju. Ist doch NP. Manchmal muss man sich die Dinge einfach von der Seele reden. Wenn man gerade keinen hat oder mit den Freunden nicht darüber reden kann, weil man nicht als Lappen dastehen will. Dann ist doch mit Außenstehenden darüber zu reden eigentlich eine gute Idee. Ups. So, jetzt haben wir Damage aber. Wir gehen jetzt auf Damage und Defense. Diese statt 5 Schaden machen wir jetzt mit einem Schlag 15 Schaden. Wir machen gerade den dreifachen Schaden, ja, mit der Startwaffe. Ah, das wird super. Das wird super. Wie Rick jetzt sagen würde. Das wird super. Jetzt müssen wir nur noch eine Waffe finden. Ich war gar nicht beim Schmied, oder? Doch. Ich glaube, es ist Monokel. Geh mal weg. Hey, warte mal. Max Health und Power ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Ja, Wicked, das sagst du häufig. Asyli, komm schon. Ein Spiel, das wird super. Das sagst du oft, Wicked. Und fast nie wird es auch super. Also dieser Raum hier mit einer Startwaffe ist bäh.
Shuriken! Oh. Das Ding ist noch schlechter als unseres. Den will ich gar nicht ausrüsten. Dingsbums. Bums das Ding. Wicked. Bums das Dingsbums. So, wir werden auf jeden Fall mehr Power. 18 Max Health klingt auch gut. Zum Max Health holen wir uns auch. Spielen das hier safe runter. Ne? Ne, du Tante. Ja, den NPC zu finden, dass man die Boutique kaufen kann, das wäre super. Aber ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Und wenn ich auf die Uhr gucke, habe ich so viel Zeit? Eigentlich habe ich nicht mal so viel Zeit. Also bitte die Herren, benehmen Sie sich. Ja, der eine will nur dingsen, der andere nur bumsen, ne? Ich bin Erstere und ja, Wicked ist halt der Bumsende, ne? So ein furchtbares Wort. Bumsen. Der Bumse Wicked. Jetzt hast du einen neuen Namen weg, Wicked. Du bist der Bumse Wicked. Hi Archerinos. Der Biber Bumse Wicked, genau der. Ey, was war das denn? Ich denke gerade nach so. Ich denke so an meine letzte Trennung und wie es mir da ging. Dabei fällt mir eigentlich nur ein. Ich hätte da nicht mal Tipps für. Ich weiß noch, ich habe zu Wicked mal gesagt, er soll sich nicht so anstellen, als er sich getrennt hat mit seiner Freundin. Da hatte ich es irgendwie noch lockerer im Kopf, aber in meiner letzten Trennung ging es mir dann eigentlich wie Wiggle. Da konnte ich Wiggle wieder. Konnte ich mich halt wieder verstehen, so. Ich könnte nicht mal einen vernünftigen Tipp geben, was man dagegen tun soll. Meine Masche war immer Alkohol und in Selbstmitleid versinken. Sie Power. So viel Geld, wir kommen eh nicht auf so viel Geld. Den Gedanken können wir ablegen. Können wir knicken? So viel Geld, 4000. Ne, never ever. So, ich brauche aber langsam mal eine Waffe, so. Unsere Skillung passt schon. Man merkt das schon, aber. Es gibt mir mal eine Waffe, mit der sich das Ganze auch lohnt, bitte. Machen wir nochmal ein bisschen Power, glaube ich. Ja. Das ist immer schwer, man denkt, Leben ist zu Ende, aber man kann ja nichts daran ändern und Leben wird irgendwie immer weitergehen, richtig. Mich haben dann so richtig die Dinge aufgeregt, ja. Ich habe dann irgendwie erfahren, dass es normal ist, wenn man was war denn das? Es ist normal, bei einer Trennung 2 Monate zu trauern. Und ab danach wird es abnormal, ja. Wenn man nicht schon wieder auf den Beinen ist. Dachte ich mir auch so, ja, okay. Was ist, wenn du eine Beziehung hattest, die 5, 6, 7, 8, 9 oder vielleicht sogar über 10 Jahre ging? Und nach 2 Monaten sollst du wieder anfangen, Leute zu daten? Weil das sonst nicht normal wäre, heutzutage. Also wirklich heutzutage. Was heute so die Norm ist. Da habe ich mich mega drüber gefoppt. Wie will man Jahre innerhalb von 2 Monaten vergessen? Das geht einfach nicht. Man wird halt neue tolle Erfahrungen machen, aber in dem Moment der Trennung ist es immer komisch und scheiße. Richtig. H.
Hallo, Herzschlag jede Nacht. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen, sorry. Aber hi. Silas. Hi Silas. Ich hab's wieder. Ich hatte es gerade nicht. Wie geht's dir? Und danke für den Host. Thank you for the host. Wie geht's dir, Silas? Alles klar? Bisschen erkältet, aber geht. Naja, ist doch gut. Nur Spikes. Das können wir jetzt mal ablegen hier. Noch ein bisschen Crit. Aber eine Waffe wäre schön. War dieser 25er gerade unser Crit, ja? Das ist sehr spektakulär. Ja, dann gute Besserung, ne? Eigentlich könnte die Green Bat, die kann man auch ablegen, eigentlich. Bisschen mehr Max Health. Bisschen mehr Power noch. Haben wir immerhin 81 Power. Das ist ordentlich. Na, Bad. Auch mich zu dashen. So, wir brauchen eine Waffe. Eine Waffe, bitte. Oh mein Gott. Danke. Das greift verdammt schnell an, ne? Ja. Das Dimension Sword. Let's go. So, der Etat ist auch fast voll. Ist schon mal für den nächsten Run ein bisschen eine Legendary Startwaffe gesichert. Hoffentlich kommt da nicht wieder dieser bescheuerte Stab raus. Habe ich jetzt schon mehrfach bekommen. Da geht mir mega auf die Testikel. Ach, wir waren noch gar nicht beim Foodladen. Ja, okay. So, wie sieht's aus? Max Health. Es sind eigentlich wieder gute Max Health, ne? Also auf 100 Power würde ich schon gerne kommen. Nehmen wir auf jeden Fall Power. Max Health ist eigentlich okay. Nehmen wir mal 5 Crit. Das können wir uns das Live dahin noch holen, aber das brauchen wir nicht wirklich. Diesmal bin ich mir sicher, dass wir nicht beim ersten Boss sterben werden. Generell sehr untypisch beim ersten Boss zu sterben, aber gerade war echt. Gerade war echt der Wurm drin. Ich könnte ihn jetzt quasi einfach wegtanken. Einfach wegdreschen hier. Mach doch deine Magie, juckt mich nicht. Bei so einer schnellen Waffe wäre Crit eigentlich echt nicht schlecht, aber wir sind jetzt halt eher auf Power. Ring of Madness. Plus 50 Power. Ja, wegdenken. Wir werden ihn einfach wegdenken. Wenn wir dran denken, dass er nicht da ist, ist er nicht da. So kommen wir auf eine Power von 133. Also brutal. Aber Defense minus 4. Defense minus 4 mit 82 Leben. Ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Bis gleich, Tuxi. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir machen zwar Damage. Aber wir fangen doch... Nee, komm. Wir wollen jetzt nicht irgendwie im Eislevel sterben, weil wir Minus-Defense haben.
Wir machen auch so guten Schaden. Du haust zu, ja, sag das doch. Keine Lust auf einen Unfall. Muss nicht sein. Siehst du, das hätte jetzt zum Beispiel wesentlich mehr Damage gemacht, wenn wir... wenn wir, ne, den Ring angelegt hatten, hätten tun, Sachen machen. Die Waffe ist schnell. Ich hätte gern eine Axt oder so. Etwas Langsames, womit wir unseren Damage richtig ausnutzen können. Wie gesagt, wenn wir eine hohe Crit Rate hätten, wäre das Schwert mega. Aber geht immer besser, geht immer besser. Guten Tag, die Dame. Soll ich mir noch nichts holen? Ich wollte schon sagen, kann ja wohl noch nicht fertig sein. Treffen bitte. Haben wir die Spike Boots noch? Ne. Schade. Oh, jetzt lasse ich mich von so einem langsamen Schlag erwischen. It's Batman. Ich werde den Ring jetzt weggeben. So sieht's nämlich aus. So, der Altar ist voll. Brauchen wir auch nichts mehr in den Altar stecken. Katana. 15 bis 19, macht wenigstens nicht so wenig Schaden. Und hier sind halt 5 Angriffe pro Sekunde, hier ist 1,56 Angriffe pro Sekunde. Wir brauchen schon eine bessere Waffe. Schon eine gute. Und ich glaube, ich werde mir jetzt einfach aus Prinzip mal 5 Defense kaufen. Ich würde jetzt gerne mehr Defense Equip finden. Sowas wie die Dwarf Armor, die wir letzte Runde hatten. Das wäre so ein bisschen auf Damage und Defense. Und dazu noch die Savage Eggs oder so. Ich glaube, dann geht was. Whee! Och, sorry, Mensch. Weich doch aus. Was ist los? Ring of Midas, mehr Gold. Brauchen wir nicht. Bim, 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 bim. So, machen wir das. Da haben wir doch was. Leather Armor. Das sind 5 Defense Zimmer. In. Punkt. Ach komm. Power haben wir genug. Power haben wir denn? 81. Ja, ich hätte gerne 100, habe ich gesagt, ne? Dann müssen wir nochmal ein bisschen Power holen. Oh, wir werden jetzt echt Damage fangen. Wie können wir da nicht gehittet haben? Ein Betrug. Ba 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 ba. Ja.
Reicht immer noch nicht. Ja, wir wollen ja mehr Damage und mehr Defense. Kostet halt 50 Food. Schön wäre es, Level 30 zu sein, dann können wir mehr Food aufnehmen durch Lachskillung. Und Damage. Das wäre ganz gut. Hi Bart. Ma. Was ist los, Wicked? Was gibst du morgen? Oh, da ist dieser Raum, von dem ich geredet habe mit den Stacheln. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Raum. Mach. Genau so sieht's aus, Wicked. Exactly my feeling. So, du... Geht nicht during Battle. Ja gut. 68 Leben bei der Ice Queen hätte ich aber auch keine Lust drauf. Manchmal muss man einfach mauern. Ja, stimmt schon. Ach, wir sterben doch bei der Ice Queen. 68 Leben. Aber ich bleibe standhaft, ja. Ich hole mir Power. Critical Damage. Heute ist doch ein normaler Samstag, oder? Ich glaube schon. Müssten normal aufhaben, ja. Bim, 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 bim. I switch Niflheim. Guck mal, Schwert ist schnell genug da, dass ich diese Dinger von mir fernhalten kann. Noch gut. Schnell getötet, Stang. Schneller Waffe. Was ist das denn? Dice Gods? Kenn ich nicht. Plus 12 Critical, plus 30% Critical Damage Rate. Oh mein Gott. Komm zu Daddy. Oh mein Gott. 29% Critical. Entwickelt sich das jetzt zu einem Crit-Bild? Ziemlich guter Loot. Oh, ich bin vergiftet. Nein. Fängt schon scheiße an. Erstmal AP verlieren. 33 AP im ersten Raum. Sehr gut. Und GG! Altar ist voll. Wir verkaufen unsere Items. So, hier brauchen wir noch nicht gucken. Und noch voll. BB-Tuxi. Boah, ich hasse die Speerwerfer. Die predikten einfach so.
Machst mich krank. Die predicten einfach so gut, ja. Die treffen so gut. Dieser Dice, Mann, der ist richtig nice. Wir haben richtig, richtig guten Boss-Loot bekommen. Ich will den Run jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Also, lass uns eine Fee finden. Lass uns ein bisschen lacken. Noch mehr lacken. Guck mal, die treffen immer. Die treffen immer, die Schweine. Oh, jetzt springe ich da rein. Das ist doch nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ach, wir haben das ja jetzt, dass wir immer den maximalen Waffendamage machen, wenn wir ein gewisses Life haben. Das heißt immer 15. Ist eigentlich ganz gut mit der Waffe, aber ich möchte trotzdem mehr Life haben. Diese Sperrwerfer an, ne? Oh, ihr macht mich krank, Mann! Ihr predicted so gut! Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Komm da oben nicht ran, komm runter! Bin's echt traurig, wenn ich sterbe. Hier können wir bestimmt richtig viel Crit holen, ne? Lass mal gucken. Ach, komm, scheiß drauf. Ich hol mir Crit. Das können wir uns hier noch so ein bisschen Billo live holen. Es war nicht viel, aber ist greedy. Ist schon greedy, was ich gerade tue. Alles klar, Wicked, bis später. Na gut, später gibt's nicht, ne? Ich würde sagen, bis. Ja, vielleicht doch. Vielleicht bin ich später noch TS. Also bis später, Wicked. Dann theoretisch wollte ich den Stream jetzt ausmachen um 17 Uhr. Aber ich denke mal, der Run geht auch nicht mehr besonders lange. Wir machen einfach mal weiter. Oh, warte. Warten erstmal die Kreischlady ab. Ein bisschen. Mal versuchen ein bisschen zu tryharden. Katar kann ruhig warten. So sieht's aus, Wicked. Ja, sie ist ja eh noch nicht da. Sie fährt erst 17.30 Uhr los. Muss mir halt auch noch ein bisschen fresh machen. Oh, willst du dashen? Ja, also, bam, 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 bam. Schölelele, schölelele, Wicked. Match lockern. Dass die sie so mega lange brauchen, um zu schießen. Oh, drei Sperrwerfer. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte nur die beiden Sperrwerfer oben. Ah, feels bad, man. Ist eigentlich eine Zweihand, ja. Okay. Boah, das wäre auch noch krass, ne? Der hat 50% Critical. Wenn wir den anlegen, haben wir 79% Critical. Kurz testen. Es ist eigentlich nicht die Zeit, was zu testen. Nicht mit diesem Live. Wir sind fertig mit der Ebene. Sorry, der Hengst muss ich noch fresh machen. Too much information. Ja. Schild dazu. Stimmt, das ist eine gute Idee. Dann können wir immer mal E drücken und dann sind wir für 3 Sekunden, glaube ich, unverwundbar. Aber wir kennen mich. Ich werde daran eh nicht denken. Ich möchte sowieso gerade einfach nur mal den Dagger testen, ja? Wie es Damage technisch aussieht. Na, recht hast du. Sicher, sicher. Match lockern, die Tower. Warte mal, wir können den ganzen Mist verkaufen. Ja, können wir verkaufen, können wir verkaufen, können wir verkaufen. Verkaufen. Aber geht hier nicht, weil wir es geschenkt bekommen haben. Unser anderes Schwert behalten wir natürlich. Eine Fee zu finden wäre jetzt richtig super. Okay, pass auf. Jetzt 70er Crit.
115er Crit. 100er Crit. 100er Crit ist schon böse. Das war gar kein Crit, ne? Das hat ein bisschen so der normale 70, kann es sein? 70 der normale Damage? 61. 114. Ist schon fieser Damage. 116. Ja, sind One-Hit-Kills. Die Waffe ist halt recht langsam, ne? Wenn da viele Gegner ineinander sind und halt ziemliche Short-Range. So, hier können wir es jetzt sehr gut testen. Ach, trifft mich doch nicht immer, Mann. Das stunt uns. Eine Fee! Wie viel Luck kann man haben, bitte? Oh, gegen den ist richtig kacke. Oh, irgendwie gefällt es mir schon. Es gefällt mir schon. Oh ja, eine Fee. Vielleicht sollten wir bei großem Trash auf die Waffe wechseln. Bei kleineren, stärkeren Gegnern, die einfach mit dem Dagger wegpunischen. Gefällt mir an sich schon ganz gut. Müssen wir jetzt natürlich auch weiter auf Crit gehen. 1,2 Critical. Hoffen wir mal, ich bin nicht zu greedy. Och Mann, ey. Ich bin hier gerade für ein scheiß Zusammenspiel. Warte mal, hierfür würde ich doch... Ah, ich kann nicht ins Inventar. Oh. Die wollte ich die Matchlocker anziehen. Zählt das Unverwundbarsein eigentlich auch für Gift? Ah, oh, wir wurden vergiftet, Mann. Fuck you. Fuck you! Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Aber ich glaube, es hätte sogar geblockt, ne? Das Gift. Hätte ich doch machen sollen. Wäre versuchen schlauer gewesen, als es nicht zu versuchen, aber naja. Ja, der ist man immer schlauer. Spielst du das Spiel auch, Silas? Live, sehr gut. Live, sehr gut. Wir spawnen jetzt, glaube ich, nochmal Gegner. Ich glaube, viele Gegner spawnen hier. Och, komm schon, Mann, ey. Hallo. Ey, das ist... Wie die Treppe, Mann. Och, guck dir das an. So traurig mit dem Dagger. Aber der Dagger ist echt gut. Er macht echt viel Schaden, aber die Short Range. Also wenn ich mich unverwundbar mache, kann ich auch nicht zuschlagen, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich, mich einfach so hauen lasse, ohne mich zu wehren. Wird aber ein bisschen die Range, aber beim Boss auf jeden Fall. Also machen wir gerade auch Max Damage immer mit dem Dagger. Jetzt nicht mehr. Ja, wir müssen dann leider versuchen, noch live zu kaufen. Sonst endet das hier sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Wir müssen einfach hoffen, dass wir so viel Schaden an dem Boss machen. Den Boss einfach komplett rausnehmen aus dem Leben. Wer hat denn nichts gemacht, ne? Springboots. Soll mit Flügeln ganz gut sein. Wenn man dann dauerhaft mehr Schaden macht, quasi. Hier gehen wir auf Dagger.
Sieht's mit dem Hunger aus? 69. Da kannst du ein bisschen healen. Nicht besonders viel. Nicht besonders viel. Ich glaube, bei dem Boss ist schon wieder Schluss. Ich wünsche dir und deiner Heulen noch einen schönen Abend, Baby. Alles klar, Tuxi. Tschüssi dir und schön, dass du da warst. Ja, 77 von 103 geht schon. Geht schon. Müssen wir halt believen in meine Skills, Kappa. Ja. Unser Damage ist echt gut. Den wir dem reinhauen. Oh, tot ist er. Der Damage war sweet. Die Savage X haben wir jetzt das freigespielt. Oh, okay. Oh, okay. Die Uhrzeit, 17.10 Uhr. Ja, den Run kriegen wir schon noch fertig. Also fertig im Sinne von ich sterbe. Also durchspielen, no way. Hier sind recht tanky. Ich glaube, da wäre der Decker gar nicht so schlecht. Bei denen da oben hingegen. Oh, leck mich doch. Durch die Ebene hier komme ich immer nur ganz schwer durch. Habe ich noch echt meine Schwierigkeiten mit dem Trash. Leck mich! Vor allem diese Hubble. Diese Hubble-Hubble-Viecher hier. Wie der Trash uns schon auseinander nimmt, ne? So, 32 HP haben wir noch. Verdammt. Feels Batman. Wir müssten halt den Boss schaffen, um die Boutique zu bekommen, ja? Aus diesem Gebiet. Und so wie es gerade läuft, ja, beziehungsweise so wie ich mich gerade halt anstelle, ist unwahrscheinlich. Iron Armor, 12 Defense. Echt gerne nochmal ein bisschen Defense. Kauf die mal. Ich kauf die mal. Das können wir verscherbeln. Aber eine Defense von 46 ist eigentlich recht gut. Wir haben eine gute Defense. Aber nur mit dem Schild, ne? Ja. Wir haben so eine Defense von 46. Hallo. Eigentlich brauchen wir hier eine Range-Waffe auf dem Gebiet. Hi. Was? Can't want it? Das machen wir immer Max-Damage, weil wir so wenig Leben haben. Also mindestens 46 Schaden machen wir mit einem Hieb. Was auch cool wäre, war wahrscheinlich so viel Max-Life zu haben, dass man quasi sowas wie 60, 70 Life haben könnte und diesen Effekt hat. Dann könnte man quasi mit Absicht auf Anführungszeichen Low-Life bleiben. Ah, 16 Leben. 14 Leben.
ich hasse diese Viecher. Die sind immer so schnell. Och, RIP. Never mind, never mind. Aber es war jetzt einfach nur schlecht gespielt. Wir hatten so gut, ey. Wir hatten so gut. Den Würfel hatte ich noch nie. Hier ein Legendary Würfel. Ah, schade. Aber GG. GG. Das Stärkebild ist auf jeden Fall schon besser. Da werden wir da bald durchkommen. So. Receive Magic Shield. Dann geben wir noch ein bisschen auf Max Health. Was war das hier? Bekommst du Invincible for 4 Seconds up and receive deadly damage. Only triggers once. Das ist auch nice, ne? Muss man mal sagen. Was? Bring non-commit state, HP regenerates. Ne, das nicht. Das ist ganz gut. Naja. Das ist auch ganz cool. Das, naja. Okay. Ach, das ist ein Magic Shield. Plus 8 Block? Plus 8 Block. Zählt Block als Defense? Oder zählt Defense als Defense? Ne, das Block ist einfach nur Block. Okay, gut. Na gut, aber so für den Anfang, warum nicht? Wollen wir noch gucken, was uns der Schmied gegeben hätte für den nächsten Run? Charm of Power. Plus 20 Power, minus 10 Max Health. Hätten wir schon mal eine Power von 80. Und ein Schild. Mit Startwaffe ist doch okay. Aber ich beende das Spiel dann jetzt mal. Und dann war's das für heute. Da kann ich jetzt richtig krass Credits durchlaufen lassen, ja. Ohne dass heute irgendwas passiert ist, was man crediten könnte. Was das Ganze jetzt ein bisschen traurig, aber auch lustig macht. Dennoch sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken. RIP Headphone User. Und ja, ich halte kurz meine Klappe, lass diese Credits durchlaufen, die gerade lustig sind. Und würde sagen, wir hören uns dann vielleicht morgen den Tag über. Ne, das ist Paul da. Never mind. Dann frühestens Montag wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auch dir, Andrew. Dass du irgendwie den Abend gut überstehst, ohne dir die Haare auszureißen. Wir sehen uns dann spätestens Montag. Ciao. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Irgendwie funktioniert es nicht. Roll Credits live. Ja doch, jetzt geht's. Was laufen hier diese epischen Credits durch, während das Lied schon lange zu Ende ist? Na ja, gut, ich habe mich ja schon verabschiedet. Ja, jetzt sieht man natürlich nur das, weil da ist nichts. Egal. Okay, guys. Sehr merkwürdige Verabschiedung. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann spätestens Montag. Und ja. Ciao.